Nächste Quest ist, begib dich zum Übungsprogramm. Okay. Ich glaube, das schaffe ich. Ich glaube, ich schaffe es. Und da sind wir, Datensammlung, die müssen wir natürlich mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Schon wieder so ein Sammler hier. Ja, sorry, aber wenn ich hier gerade auf dem Weg so viele sehe, dann muss ich die auch einsammeln. Dass es hier keine Mounts gibt oder sonst. Ach, das wäre schlimm. Obwohl, es gibt ja Autos. Ja, aber die zählen. Nee, die zählen erst in Saints Row 3 wieder. Wenn wir das als Let's Play machen. Ich bin Dor. Cool. Muss ich ja nicht mehr hinlaufen. Nee. Och nö. Professor Genki through the pink ones. Score a point on every hoop within the time limit and you win. Also müssen wir jetzt Telekinese verwenden, ja? It's murder time, fun time. Oh Gott. Professor Genki. Ja, es ist unglaublich. Der war schon damals so klasse. Gut, ich kann mich noch nicht bewegen. Achso, wegen Countdown, okay. Welcome to Professor Genki's Mind Over Murder. Ich hab Auto. Brought to you in part by das everybody's favorite alien overlord, Simeon. That's right, folks. The Maven of Gott, du musst hier sogar noch kämpfen. Auch noch. Of countless galaxies to create an all new Genki experience. Brauch eine Person. Ach, ich hab hin. Thanks. Weiterlaufen. Wie weiterlaufen? Geht's noch? Weiterlaufen. Ach, noch laufen hier. Ich glaub, jetzt lauf doch. Ich bin doch schon da. Lauf doch. Ich bin doch da, verdammt. Ich bin da. Bist ihr sicher? Relativ. Jetzt habe ich auch einen Menschen in dasselbe geschmissen. Ist das jetzt Fahrzeug? Ich hab keine Ahnung. Da ist doch ein Mensch drin. Ja, schmeiß mich ruhig ab. Das kann ich gut, ne? Wo kriegen wir jetzt hier sowas Rosanes her? Ist das? Nein, das ist einfach nur ein Fahrzeug. Nee, der Kopf von Professor Genki. Ah, da. How do you think the addition of superpowers is going to affect the game? A submachine gun is a fine. Muss ich den jetzt wiederholen? Nee. Mach schon jetzt. Weiter. Super speed, super jump, and moving things around with the power of your mind. I'm expecting. Oh man, wer denkt sich solche scheiß Hauptmissionen aus, ehrlich? Keine Ahnung. Die nehmen doch Drogen. Mindestens Drogen, wenn nicht sogar was Schlimmeres. Der Sohn. Can you imagine Genki and Zinyak flying across the galaxy together, conquering worlds and abducting krieg ich hier meine Person an Start? Wenn er mal die Person auswählen würde. In a superpowered fight to the death. Bobby, are you feeling all right? So. Silber haben wir schon. Silber. Mehr nicht? Immer zu schlecht. Oh Mann, oh. Wir sind immer so kacke. Und das ist alles nur wegen dir. Awesome Dance. Nein. Nicht? Nein, eher nicht. Na gut. Awesome Dance ist was anderes. Auf Total Epicness. Nein, eher auf Total Doom. Na gut. Einste? Relativ. Wo bist denn du? Da. Geh weg! Verdammt, ich bin wegen dir hingefallen. So, nächste Mission. Da müssen wir... Null cool. Was ist denn null cool? Befreie Matt Miller. Wieso ist denn der jetzt schon wieder in Gefangenschaft? Okay, we powered up, see. How does that get us to Matt Miller? Are you really sure about this? Wo denn hin? I mean, I know... einfach mir folgen. It's gone, Kinsey. We take what we can get. So how does this work? Das ist der Schnatz. Den Schnatz, den schnappe ich mir. Es ist meiner. Ah, nicht. Er hat keine Chance. Kann man eigentlich noch was machen, wenn man den erwischt hat? E drücken. Weiß ich nicht, was du...
Also bei dir ist das. Gute Frage, was ist das bei dir? Y. Also eher auch interagieren als Autos oder so. Ja, dann wird das wahrscheinlich das sein. Ich bin bald da! Yay. Wenn die Ausdauer hält. Oh, da oben ist eine Datensammlung. Oh, da liegt was Süßes. Ja, sorry, aber... Da kann ich da nicht anders. Oh, da ist noch eine. Oh, da liegt was Süßes. So. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht noch welche. Oh, da ist noch eine. Oh, da sind noch ganz viele. Aber die lasse ich jetzt einfach. Das sind zu viele. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, ja. Meinst du? Ja, ich hoffe. Dann sammle ich jetzt noch welche ein. Das ist okay, weil du weißt einfach, ja eh nicht, wo es lang geht. Einfach, weil ich den Rahmen sprenge. Nämlich der Rahmensprenger. Nein! Laut. Doch. Wow. Gott, wir haben schon nichts mehr zu erzählen und fangen wieder mit so einem Scheiß an. Es ist schlimm. Echt? Ah, Gott. Aber wir sind fast da. Du wolltest keine Datensammlung mehr einsammeln. Ja, aber dann war das Haus eh im Weg. Aufsuchen wollte ich gerade aus irgendeinem Grund sagen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja, ich stecke dich an. Ja, schlimm mit dir. Ist echt nicht gesund, mit mir hier zu arbeiten. So, ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Ich bin sofort bei dir. Okay. Denn ich will mal gucken, ob ich es schaffe, jetzt auf diese super Mega-Plattform hier über uns hochzukommen. Schaffst du nicht. Indem ich hier meinen Warp aktiviere und... Nee, tatsächlich, dann ist da so eine Barriere und du kommst nicht höher. Gut, dann kann ich ja jetzt die nächste Mission hier annehmen. Man sieht noch gerade episch nach unten. Ach, das ist noch gar nicht das Ziel. Da ist das Ziel. Ein paar Meter weiter. Okay. Oh. Ja, sorry, ey. Jetzt müssen wir Matt Miller retten. Ja, so ein Scheiß. Psst, psst, psst. When you're inside Matt's virtual oubliette, there's a decent chance that I'll be focusing on interfacing with the intrusion countermeasures, so pay attention to the console commands. Any last advice, I'll understand. Don't get killed. Gotcha. Yeah. Yay. Ist das jetzt gut? Keine Ahnung. The self-proclaimed hacker god ran all the cyber-terrorism for the syndicate back in Steelport. Now he's Asha's right-hand man in MI6. I just hope we can trust him like she does. Okay. Also überhaupt nicht. Nee. Ich ahne Schlimmes. Solange wir nicht wieder als Toilette rumlaufen, ist alles okay. Keine Superpowerkräfte? Oh Gott. Mhm, no clip. Run. Run. Ach du Kacke. What a surprise. Ah, ich bin der Rechte. Ja, das hätte ich dir aussagen können. Du bist der ohne Symbol. Der, der auf dich schießt. Genau. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch die Steuerung. Jetzt verstehst du mehr als ich. Fährt sich immer automatisch auf die Mitte zurück. Okay. Überfahr die einfach. Ja, es ist effektiver. Da ist noch so ein Panzer. Mach's weg. Kriegen wir dann diesen Panzer als dauerhaftes Dingens? Ja, da hofft er wieder drauf. Da hoffe ich wieder drauf. Ja, weil das Ding ist ja nach wie vor dann unbesiegbar eventuell. Much better. There should be three data towers controlling the security of the Okay, jetzt ist wieder. Just take it out, right? Well, I wouldn't want you to go outside your comfort zone. Hast du schön gemacht. Ist endlich mal was Sinnvolles hier getan, ja? Erstmal schubst ich dich jetzt hier runter. Ja, kannst mich auch mal gern haben. Und da überholt er. Oh, da überholt er. Und bam. Nimm den auf der rechten Seite. Nimm gar keinen. Lass mich das ruhig hier alleine machen, ist mir doch Wumpe.
herrlich. Warum, wo kommt die denn jetzt her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Und jetzt der Flötenschlumpf. Wir sollten dringend eine Aufnahmepause machen und beim nächsten Mal Gesprächsthemen vorbereiten. Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir überquatschen ja auch gar nicht so die Story. Nein, das Problem. Nein. Würden wir niemals tun. Ja. Schön, dass du mir den Weg frei machst. Oh Mann. Ach ja, der Vater Abraham. Jetzt hab ich nur Ruhe. Hey, der war super. Der war auch super. Nein! 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 Es ist eine Falle! It's a trap! Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich hab keine Ahnung, was wir überhaupt machen. Erstmal überleben. Und dann gucken. Greift uns denn hier was an? Ah, da greift uns was an. Tatsache! Du klein! Muss auch mal drauf achten, was die Kinzi da oben in der Konsole eintippt. Alles sehr schön. Would you like to play a game? Die Zuschauer auf YouTube müssten dann wahrscheinlich das Bild auf groß machen, damit sie es lesen können. Ich muss das auch nochmal lesen. Ich habe so viel Relation verpasst. Oh Gott. Oh ja. Drawn Bike. Yay. Oh mein Gott, ich werde bestimmt irgendwo runterfallen oder sowas. Oder gegenfahren, das kriege ich auch hin. Ja, aber gegenfahren kann ich ganz gut. Hui. Bin ich vor dir? Was denn? Ja, meine Karre wollte nicht. Jetzt bist du nicht mehr vor mir. Nee, jetzt bin ich hängen geblieben, weil ich so ein großartiger Fahrer bin. Ich hänge immer noch fest. So, jetzt aber. Nein, ich hänge immer noch fest. Jetzt aber. Aber jetzt. Jetzt. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Vielleicht jetzt, nee, doch nicht. Gibt's doch nicht. Ja, fahr zur Seite, Penner. Es war die Vorfahrt hier. Irgendwie fährt er nicht mehr. Entweder hat er mir jetzt irgendwie will die Karre nicht oder er hat mir irgendwas gemacht. Nee. Oder du musst einfach auf mich warten. Nee, nee. Ich warte. Nee, bloß nicht. Nee, nee, nee. Muss ja Erster werden, sonst heißt es wieder, es ist ein Let's Battle und ich hab gewonnen. Genau. Nix. Ich werde hier Erster. Bloß nicht. Warum denn auch? Außerdem habe ich Nitro. Ach, scheiß Nitro. Wird schon irgendwie. Und es wäre fast perfekt, wenn du jetzt noch so einen Schleier hinter dir herziehen würdest. Ja. Wo man dann, wo der gegnerische Spieler dann einfach drin verreckt. Genau. Das wäre eigentlich super. Ein HD-Tron, das wär's eigentlich. Ja, warum nicht? Nicht dieses Möchtegern-Tron-Spiel da, was von Dingens da mal rauskam, zum passend zum Film. Ach Quatsch, das war das Alte, das Gute. Ja, ja, das Richtige halt. Es gibt natürlich auch ein kostenloses Möchtegern-Tron-Spiel, aber das funktioniert noch nicht so einwandfrei im Multiplayer. Will ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Was denn? Ich hab keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Ich auch nicht, aber ich bin jetzt bei dir. War hier so die ganze Zeit lang und bin noch nicht mal sicher, ob ich hier richtig fahre. Ja, aber ich bin jetzt wieder in deiner Nähe, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, irgendwie mein Wägelchen hängt manchmal. Ja, meine auch und macht ganz komische Bewegung. Ich glaube, das ist so gewollt. Okay. Ja, jetzt fährt er auch nicht mehr nach rechts und will nicht rechts abbiegen, also. Ja, ich bin wieder in meiner tollen Ecke. Ja, das ist gut. Ich sollte niemals zum Führerschein machen. Ah, jetzt geht's hier rauf. Okay. Ja, ich sollte nicht gegen Panzer fahren. Besser ist das für die Gesundheit. Ich bin durch. Yay. Ich bin durch. LSD-Trip, LSD-Trip. Okay, wir sind da. Gefängnis. Oh, wieder eine Wahl. And continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct.
Walk through the red door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty, and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity. Oh God. It's absolute destroyer. Ich vernichte gerne so. Is this some kind of joke? This is your life as it led you to this point. All your past crimes and losses. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Lass ihn doch erstmal reden. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. The evidence is irrefutable. How many have died because you decided that driving on the sidewalk is faster than the road? Because you used a rocket in place of a bullet? Because you wouldn't submit to my rule? In the end, you only hurt those you are trying to protect. In the end, there is only one truth. The human race would be much safer without you in it. Ich fühle mich schuldig!